Das ist Evelyn, die Umarmung der Qual. Eve lockt ihre Beute mit der Verheißung von Liebe an, um sie dann unbeschreiblichen Qualen auszusetzen. Deine Qual, mein Genuss. Willkommen zum Champion Spotlight mit Evelyn. Überlass einfach alles mir. Evelyns Passiv ist Dämonenschatten. Wenn Evelyn einige Sekunden lang nicht kämpft, wird sie vom Dämonenschatten umhüllt. Falls Evelyn bei aktivem Passiv wenig Leben hat, wird es schnell wiederhergestellt. Ab Stufe 6 gewährt ihr Dämonenschatten auch Camouflage. Dadurch wird Evelyn für alle bis auf nahe gegnerische Champions, Kontrollaugen und Türme unsichtbar. Evelyns Q ist Hassausbruch. Evelyn fügt dem ersten getroffenen Gegner Schaden zu und markiert ihn. Das Ziel erleidet durch Evelyns nächste Angriffe oder Fähigkeiten zusätzlichen Schaden. Ist das markierte Ziel ein Monster, wird ein großer Teil der Abklingzeit von Hassausbruch zurückerstattet. Selbst wenn Hassausbruch sein Ziel verfehlt, kann Evelyn ihn bis zu dreimal erneut wirken, um den nächsten Gegner oder ihr Ziel mit einer Reihe Stacheln zu durchbohren. Diese fügen Gegnern auch bei Folgetreffern vollen Schaden zu. Evelyns W ist tödliche Verlockung. Genug Vorspiel. Sie verflucht einen Champion oder ein Monster kurzzeitig. Bei Treffern mit normalen Angriffen oder Fähigkeiten bannt sie den Fluch. Das Ziel erleidet Schaden und wird verlangsamt. Und sie erhält die Mana-Kosten von tödlicher Verlockung zurück. Keine Bange, Liebling. Ich bin flexibel. Wenn aber der Fluch einige Sekunden lang anhält, bezaubert tödliche Verlockung das Ziel und verringert seine Magieresistenz, anstatt es zu verlangsamen. Handelt es sich bei dem Ziel um ein Monster, hält das Bezaubern länger an und die Fähigkeit verursacht noch mehr Schaden. Tödliche Verlockung hebt den Dämonenschatten zwar nicht auf, dein Gegner sieht aber einen Positionsindikator, wenn dein W vollständig aufgeladen ist. Evelyns E ist Peitschenschlag. Vorsicht, ich beiße. Sie durchbohrt ein Ziel mit den Peitschenschwingen, löst Treffereffekte aus und verursacht prozentualen Schaden je nach maximalem Leben des Ziels. Ihr Lauftempo wird kurzzeitig erhöht. Dämonenschatten setzt die Abklingzeit von Peitschenschlag zurück und verstärkt ihn. Mit dem verstärkten Peitschenschlag zieht sich Evelyn zu ihrem Ziel, fügt ihm zusätzlichen Schaden zu und trifft alle Gegner hinter ihm in einer Linie. Evelyns Ult ist letzte Liebkosung. Sie entfesselt ihre dämonische Energie, kann nicht mehr anvisiert werden, peitscht die Ziele vor ihr und teleportiert sich zurück. Wessen Leben soll ich heute zerstören? Gegner mit wenig Leben erleiden zusätzlichen Schaden. Ziele, die für den zusätzlichen Schaden von Letzte Liebkosung anfällig sind, sind markiert, wobei der Schaden nicht tödlich sein muss. Evelyn ist im Dschungel stark auf Mana angewiesen, weshalb ein frühzeitiger blauer Buff sinnvoll sein kann. Evelyns frühes Spiel ist fast schon qualvoll schwach. Ihr Mana ist begrenzt und bevor sie die Camouflage von Dämonenschatten einsetzen kann, sind ihre Ganks sehr vorhersehbar. Vor Stufe 6 braucht sie für erfolgreiche Ganks extra Unterstützung von Verbündeten mit Massenkontrolle. Setze dein Q beim Räumen der Dschungellager sinnvoll ein. Triff zunächst den stärksten Gegner mit Hassausbruch, um bei weiteren Wirkungen zusätzlichen Schaden zu verursachen. Versuche die kleineren Monster des Lagers in eine Reihe zu bringen, um den in dir aufgestauten Hass optimal zu nutzen. Ab Stufe 6 verwandelt sich Eve in eine furchterregende, unsichtbare Tötungsmaschine. Lasse deine Gegner also im Ungewissen und zeige dich erst, wenn sie keine Möglichkeit zur Flucht haben. Letzte Liebkosung ist perfekt, um Tötungen zu stehlen, zu sichern. Aber auch für eine unerwartete Stippvisite beim Drachen oder Baron. Sie eignet sich auch, gegnerischen Skillshots auszuweichen oder über Mauern zu entkommen. Oder schließe mit dem Sprung nach hinten auf und überrasche deine Gegner. Verschieße dein Pulver aber nicht zu früh. Danach ist es schwierig, wieder ins Spiel zu kommen. Spielen wir später weiter? Im späten Spiel ist es Eves Aufgabe, Kämpfe zu beenden, bevor sie begonnen haben. Lass ahnungslose Supporter im Dschungel verschwinden oder tauche plötzlich aus dem Nichts auf und erledige Weichziele, wenn sie es nicht erwarten. Zieh dich aus dem Kampf zurück, nachdem das Hauptziel konzentrierten Schaden erlitten hat, um Dämonenschatten und verstärkter Peitschenschlag zu reaktivieren. Maximiere so deinen Schaden und setze die Abklingzeiten zurück, um dein nächstes Ziel zu eliminieren. Danke, dass du dir das Spotlight mit Evelyn angesehen hast. Lust auf mehr? Folge diesen Links und gib dich der Umarmung der Qual hin. Die Show ist vorbei, Jungs.